Wir starten jetzt mit der ersten Keynote des Tages von Martina Mara. Algorithmen, Pflegeroboter, selbstfahrende Autos oder auch Sprachassistenten im Wohnzimmer, künstliche Intelligenz oder eben auch kurz KI wird ein immer wichtigerer Bestandteil unseres Alltags. Smarte Roboter können uns die Arbeit abnehmen und wir können Maschinen einsetzen, ganz bewusst, damit sie zum Beispiel das Klima schützen oder eben auch dabei helfen, Energie einzusparen. Und interessanterweise hat KI immer besonders dann einen Vorteil, wenn Mensch und Maschine gut Hand in Hand miteinander gehen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann das gelingen? Künstliche Intelligenz entmystifiziert, warum eine positive Technik Zukunft Aufklärung braucht, heißt jetzt die Keynote von Martina Mara. Sie ist Technikpsychologin und Professorin für Roboterpsychologie an der Johannes Kepler Universität in Linz. Und sie wird uns jetzt erzählen, erst einmal, was wir unter künstlicher Intelligenz verstehen und wie Menschen und Roboter künstliche Intelligenz erleben und wie diese gestaltet werden muss, damit sie auch wirklich dem Menschen dienen kann. Eure Fragen gerne wieder in den Chat, damit wir die auch aufgreifen können. Im Anschluss gibt es ein Q&A und damit übergebe ich recht herzlich an Martina Mara. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, herzlichen guten Morgen hier aus Linz an alle Leute, die dabei sind, wo auch immer ihr sitzt. Das ist ja das Schöne an der momentanen Zeit, zumindest ein positiver Aspekt, dass man sich quasi überall hinbeamen kann. Ich habe mir spontan überlegt, dass ich für mein Eingangsstatement heute keine PowerPoint-Slides verwende oder nur ganz in einem ganz geringen Ausmaß. Ihr kennt vielleicht das Phänomen Death by PowerPoint, das möchte ich vermeiden. Und stattdessen ein paar Gedanken, die ja mir momentan wichtig sind zum Thema Falschvorstellungen von künstlicher Intelligenz, die Relevanz von Entmystifizierung einfach so erzählen. Und ich möchte mit einer kleinen Anekdote starten, die sich tatsächlich so zugetragen hat. Das war vor ein paar Jahren, jedenfalls vor Corona, weil ich bin nämlich abends von einer Dienstreise mit dem Flugzeug nach Hause geflogen und am Flughafen Linz angekommen und habe mich in ein Taxi gesetzt. Und der Taxifahrer, der mich da nach Hause chauffiert hat, der war so von der Sorte Kommunikationsenthusiasten, die dann so als Serviceangebot immer Gespräch anbieten. Und der wollte wissen, was ich denn in Frankfurt gemacht hätte. Und by the way, der hat gewusst, dass ich in Frankfurt war, weil in Linz landet abends immer nur eine Maschine, ist so Mittelmetropole bei uns. Und ich habe kurz überlegt, ob ich ihm die Wahrheit sagen soll, weil ich dachte, es ist vielleicht etwas unsensibel. Und dann habe ich es aber doch erzählt und habe gesagt, naja, ich komme gerade von einer Konferenz zum Thema künstliche Intelligenz. Und unter anderem haben wir dort auch über autonome Fahrzeuge gesprochen und ganz viel über selbstfahrende Robotaxis. Und dann war es eine Zeit lang still und er hat überlegt und hat dann gesagt, also ich kenne mich ja nicht aus mit dem Thema, aber würden Sie jetzt wirklich da hinten beruhigt drinnen sitzen in dem Auto, wenn an meiner Stelle hier so ein Blechmann im Fahrersitz sitzen würde, der dann in seinen Blechfingern so dieses Lenkrad hätte und dann mit Ihnen fahren würde? Und ich habe ein paar Sekunden gebraucht und dann habe ich kapiert, dass das seine Vorstellung von künstlicher Intelligenz im Auto war. Dass da quasi so ein humanoider Roboter dann im Fahrersitz sitzt, der irgendwie ja locker dann mit seinem Roboterfuß das Gaspedal tritt. Und das ist natürlich total absurd, weil wir sind ja schon von quasi der gängigen Vorstellung von autonomem Fahren, also wo das Auto selbst die KI auf vier Rädern ist, mit Sensoren ausgestattet, mit Bildanalysesystemen ausgestattet, noch einen Tick weit entfernt. Also das wird schon noch ein paar Jahre dauern, bis wir diese Dinge auf den Straßen haben. Aber von dem humanoiden Blechmann, der quasi locker durch die Parkgarage schlendert und dann ins Auto einsteigt und zum Flughafen fährt, also da sind wir, ich weiß nicht, Ewigkeiten, Jahrzehnte entfernt. Und trotzdem ist das ein totales Sinnbild dafür, wie künstliche Intelligenz momentan medial und im öffentlichen Diskurs repräsentiert wird. In meinem Forschungslabor haben wir im letzten Jahr eine Medienbildanalyse zum Thema künstliche Intelligenz gemacht. Also wir haben uns 20.000 Medienbilder, die künstliche Intelligenz darstellen, aus dem Web runtergeladen und haben bemerkt, dass natürlich genau diese Stereotypen-Annahmen, also diese hochgradig menschengleiche Maschine,
meistens in weiß oder in so einem spacigen Cyberblau abgebildet, total überrepräsentiert sind. Und gleichzeitig wissen wir aus der Psychologie, dass genau diese Darstellung von Zukunftstechnologie, diese menschengleiche Roboter, besonders viele Ängste auslösen. Und es wundert eben nicht, dass der Taxifahrer diese Vorstellung hatte, weil genau das sind die Bilder, die ihm wahrscheinlich auch tagtäglich sozusagen vor die Nase gehalten worden sind. Die Humanoiden, da verdienen teilweise auch Unternehmen dran, die quasi für ihre Zukunftsideen Investorinnen und Investoren suchen, weil dieser menschengleiche Roboter offenbar auch so das Bild ist, das für Zukunftstechnologien steht. Diese Art von künstliche Intelligenz und Robotik wird komplett überschätzt in der Öffentlichkeit. Also diese humanoiden Figuren, die selbstlernend durch die Gegend marschieren, die gibt es in der Art noch gar nicht. Da sind wir sehr weit davon entfernt. Und ein Kritikpunkt oder etwas, was mir dabei auch Sorgen macht, ist, wenn wir uns zu sehr beschäftigen mit diesen Science-Fiction-Narrativen, mit der bewussten Maschine, die auf irgendwelche eigenen Ideen kommt oder mit dem Terminator, dann haben wir zu wenig Ressourcen und zu wenig Zeit dafür, uns mit der Art von künstlicher Intelligenz zu befassen, die häufig unsichtbar ist, die dann eben im Auto vielleicht auch unsichtbarer drinnen steckt und in ganz vielen anderen Bereichen. Die aber tatsächlich schon in unserem Leben ankommt. Also ob das der Recruiting-Algorithmus ist, der von Unternehmen eingesetzt wird, um auszuwählen, wer aus einem großen Pool an Bewerberinnen und Bewerbern für einen Job zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird. Oder ob das die algorithmische Preisgestaltung ist, wo die Maschine sozusagen vorhersagt, ja, wie viel wird die Martina Mara bereit sein, für dieses Flugticket online zu zahlen? Und wenn wir uns darüber zu wenig Gedanken machen, dann können wir auch wenig mitgestalten und über die Chancen und Risiken sprechen, die damit verbunden sind. Der Einsatz von Entscheidungsalgorithmen, von dieser unsichtbareren, unfancy Art von künstlicher Intelligenz in unserem Alltag, wird lustigerweise oft unterschätzt. Also dort, wo sozusagen diese Humanoiden überschätzt werden, wird diese Art oft unterschätzt. Aber auch hier gibt es tatsächlich viele Mythen und mystische Begrifflichkeiten, die so in der öffentlichen Sphäre herumwabern. Es wird in Medienberichten häufig einfach nur über selbstlernende Maschinen gesprochen, über die künstlichen neuronalen Netze, über kognitive Roboter, über den Algorithmus, der alles kann. Und selten wird erklärt, was das eigentlich alles ist. Und für viele Menschen, die lesen darüber, es hört sich irgendwie an wie aus so einem Harry Potter-Universum. Man weiß nicht genau, was man damit verbinden soll. Und man geht dann mit dem Gefühl raus, okay, diese künstliche Intelligenz, das ist irgendwie was für ein paar super nerdige Genies, aber sicher nicht für mich, weil ich kann einfach nicht verstehen, was es damit auf sich hat. Es wird oft eben nicht erklärt, was das alles ist. Ein Algorithmus ist im Prinzip nur eine Schritt-für-Schritt-Handlungsanweisung, so eine Art Bedienungsanleitung, die ja von Menschen gemacht ist für Computer, wird selten dazu erklärt. Die Bertelsmann-Stiftung hat in Deutschland vor zwei Jahren war es eine total spannende Umfrage, eine repräsentative Umfrage gemacht mit dem Titel Was Deutschland über Algorithmen weiß und denkt. Und die zitiere ich gern und möchte kurz zwei Ergebnisse daraus auch referenzieren. Die haben quasi einige tausend Deutsche am Telefon angerufen und gefragt, wissen Sie, was ein Algorithmus ist? Fällt Ihnen irgendein Wort, irgendeine Beschreibung dazu ein? Und knapp die Hälfte der Befragten, und das ging sozusagen quer durch die Bevölkerung, durch alle Altersgruppen, durch verschiedene Bildungsschichten, knapp die Hälfte wusste einfach nichts dazu zu sagen. Das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Und das Wichtige dabei ist, je weniger die Leute wussten, je weniger die mit diesen Begrifflichkeiten anfangen konnten, desto mehr abstrakte Ängste hatten die assoziiert mit diesem Begriff. Je mehr Leute allerdings Verständnis hatten, also wenn die so ein bisschen ein Gefühl dafür hatten, ein bisschen ein Grundwissen, was ist ein Algorithmus, was ist diese datengetriebene künstliche Intelligenz, die jetzt gerade so im Hype ist, dann
gab es einen schönen Effekt, nämlich keinen rosarote Brille-Effekt, dass diese Leute dann sozusagen nur mehr die positiven Seiten gesehen hätten, sondern es kam zu einer ausgeglicheneren Chancen- und Risikowahrnehmung. Also wenn Leute etwas Grundkompetenz hatten, dann haben die sowohl sozusagen Schwachstellen, Risiken wahrgenommen, weniger abstrakte dann meistens, mehr sozusagen tatsächliche Risiken und gleichzeitig aber auch Chancen und Potenziale gesehen. Und ich glaube, genau da müssen wir hinkommen, viel breiter in der Gesellschaft, um einen konstruktiven Umgang mit diesen Technologien zu finden. Wir sehen auch in der Forschung zu Technologieangst, die es schon sehr lange gibt. Also es gibt Jahrzehnte an Studien zum Thema Computerangst. Wo kommt das her? Wen betrifft das besonders? Dass sozusagen immer das Wissen, ein Grundwissen zu haben über neue Technologien, das Gefühl zu haben, ich bin zumindest ein bisschen kompetent. Ich kann ungefähr abschätzen, worum geht's da und wie könnte ich das für mich nutzen? Dass das der Schlüsselfaktor ist, der immer dahinter steckt. Also wenn Leute das Gefühl haben, sie sind da ausgeschlossen, sie kennen sich da nicht aus, niemand erklärt ihnen das, das ist sowieso nichts für sie, dann ist das sozusagen der wesentliche Driver auch hinter Computer- und Technologieangst. Und da kommen Leute dann in so eine Vermeidungsposition. Also man versucht dann, sich mit diesen Themen gar nicht mehr auseinanderzusetzen, sich fernzuhalten. Und das ist eben genau das, was wir jetzt gerade nicht brauchen können, weil jetzt gerade ist der Moment, wo wir schauen müssen, dass wir möglichst viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, aus unterschiedlichen Backgrounds, aus unterschiedlichen Bereichen der Zivilgesellschaft, unterschiedliche Alters-, Geschlechts-, ethnische Gruppen mit einbinden in den Diskurs, der die Hauptfrage im Zentrum haben muss, welche Zukunft wir jetzt eigentlich wollen mit diesen neuen technologischen Tools, die da jetzt zunehmend aufpoppen und eben auch in unserem Alltags- und Berufsleben ankommen. Also, je mehr Menschen wissen, desto mehr haben die auch eine Ahnung davon, wie diese künstliche Intelligenz, die eben heute sozusagen tagtäglich in den Medien vorkommt, eigentlich tatsächlich ungefähr funktioniert. Und dazu möchte ich ganz kurz was erklären. Viele im Publikum werden wahrscheinlich ein bisschen eine Ahnung haben. Wenn sie beim Digital Social Summit dabei sind, haben sie vielleicht so eine Grundaffinität. Was ganz wichtig ist, ist, dass die Art von KI, über die heute so viel gesprochen wird, eine ist, die datengetrieben ist, die sozusagen eine Verbindung von statistischen Methoden unterschiedlicher Komplexität und großen Datenmengen, die man dem System als Trainingsfutter reinschiebt ist. Das heißt, diese künstliche Intelligenz, die ist von Menschen programmiert, die lernt aus Daten, aus Fotos, Videos, Texten, Entscheidungen, die von uns Menschen gemacht sind. Und die Ziele, die die künstliche Intelligenz verfolgen soll, die sind auch wieder von Menschen vorgegeben. Wenn man das weiß, wenn man weiß, dass das sozusagen keine Zaubersysteme sind, keine Roboter, die durch die Straßen marschieren und auf magische Weise selbst aus dem Äther lernen, dann ist es auch ganz logisch abzuleiten, dass natürlich menschliche Fehler, Falschvorstellungen, Stereotype, die in unserer Gesellschaft noch vorherrschen, alte Rollenklischees, die einfach in unseren Texten drinnen stecken, in unseren Bildern drinnen stecken, die wir wiederum im Internet posten, die wiederum als Trainingsfutter für künstliche Intelligenz verwendet werden, dass diese Dinge, die in den Daten drinnen stecken, natürlich von KI, die aus Daten lernt, reproduziert, wiedergespiegelt wird. Und dazu zwei kurze Beispiele, weil ich halte es für ganz wichtig, dass das noch mehr Menschen als heute diskutieren und über diese Dinge Bescheid wissen. Amazon, und da würde man ja denken, die wissen wirklich, wie es funktioniert. Die haben die Top-Leute im Haus. Die haben vor 2 Jahren, in-house einen Recruiting-Algorithmus, ein sozusagen auch aus Daten lernendes Entscheidungssystem kreieren lassen. Die haben dem System die Bewerbungen, die sie in den letzten 10 Jahren bekommen haben für Software-Engineering-Jobs, als Datengrundlage, als Futter gegeben, belabelt mit, wurde diese Person, die sich da beworben hat, schlussendlich von uns ausgewählt oder nicht?
So, und das war quasi das Lernfutter. Und der Algorithmus, und das ist in den Medien dann vielfach diskutiert und zerrissen worden, hat innerhalb kürzester Zeit aus dieser Datengrundlage erlernt, dass weibliche Bewerberinnen bei Amazon für Software-Ingenieursposten einfach systematisch auszusortieren sind, weil die ja offenbar nicht geeignet waren, weil die wurden ja in der Vergangenheit dann auch nicht eingestellt. Und da ist nicht der Algorithmus irgendwie frauenfeindlich oder so, sondern der reproduziert einfach nur das, was halt in den Daten so drinnen gesteckt ist. Ein zweites Beispiel, das ich am allerplakativsten finde, das möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz per Screensharing noch dazu zeigen. Das betrifft Google Translate. So. Und da zeige ich Ihnen gerade Screenshots, die ich heute dazu gemacht habe. Google Translate kennen wahrscheinlich die meisten. Das ist dieses sehr praktische Online-Übersetzungstool, das auch ein neuronales Netz ist, auch datengetriebene künstliche Intelligenz. Das hat sozusagen, das System hat aus Millionen von Texten, die Menschen geschrieben haben, die Menschen übersetzt haben, gelernt, von einer in die andere Sprache zu übersetzen. Und wenn man jetzt dieses Problem der Reproduktion von gesellschaftlichen Stereotypen durch KI betrachten möchte, dann ist die türkische Sprache besonders interessant. Da gibt es nämlich nur ein Personalpronomen. Das lautet O. Und ich hoffe, ich sage jetzt alles korrekt, im Publikum werden vielleicht ein paar türkisch Natives sein. O könnte auf Deutsch sowohl sie als auch er als auch es bedeuten. Das heißt, das System dürfte eigentlich nicht wissen, ist mit diesem Satz, mit diesen drei kurzen Sätzen, die Sie da jetzt sehen, sind da Männer, Frauen oder Objekte gemeint. So, das Output ist aber so, das heißt, der Google-Algorithmus, die KI, meint, das ganz eindeutig wissen zu können und übersetzt systematisch die Krankenschwester, die Lehrerin mit weiblichen Personalpronomen und den Professor mit dem männlichen. Ich habe das System versucht, ein bisschen zu challengen und habe sozusagen auf Deutsch einen Satz eingegeben, habe mir das auf Türkisch übersetzen lassen, zum Beispiel, sie ist Bankdirektorin. Und habe dann Copy and Paste gemacht, sozusagen habe das dann wieder versucht, einfach rückzuübersetzen, habe die türkische Übersetzung kopiert, wieder eingefügt und was kommt raus? Relativ hartnäckig, trotzdem ist wieder eher der Bankdirektor. Es funktioniert natürlich auch umgekehrt in Richtung, es sind nicht immer nur Frauen, wenn man so möchte, im Negativen betroffen, sondern durchaus auch Männer von Stereotypen, Rollenbildern, die einfach in unseren Daten noch so drinnen stecken. Er ist Kindergärtner, also ich würde mir für meine Tochter wünschen, dass wir etwas mehr männliche Kindergärtner hätten, wird auch wieder rückübersetzt, ganz hartnäckig in sie ist Kindergärtnerin und meine Herren ganz besonders dramatisch für sie vielleicht, er ist hübsch, eigentlich ein ganzer ordentlicher deutscher kurzer Satz. Nein, gibt's nicht. Gibt's nicht im neuronalen Netz von Google, wird übersetzt mit sie ist wunderschön. So, und das ist ein Beispiel, das zumindest in der Fachwelt relativ bekannt war und das auf viel Aufmerksamkeit gestoßen ist und bei dem Google in den letzten 2 Jahren viel Kritik erfahren hat, also in den sozialen Medien, ganz viele Leute aus den Sozialwissenschaften, aus der Ethik, aus Anwendungsfeldern haben gesagt, hey, so geht das nicht, könntest du das nicht besser machen? Und jetzt möchte ich als positives Beispiel zeigen, dass Kritik an diesen großen Tech-Playern durchaus auch zu Ergebnissen führen kann. Also im Englischen zumindest hat Google mittlerweile das System angepasst und es gibt jetzt durchaus zumindest weibliche und männliche Bankmanager in der englischen Übersetzung. Im deutschen System, Sie können es überprüfen, tatsächlich bis dato nicht. Aber naja, Baby-Steps sind ja auch Steps. So, das ist die große Problematik, darüber müssen mehr Leute Bescheid wissen und das muss noch stärker diskutiert werden. Was aber das Positive dran ist, ist, dass wir ja da eindeutig sehen, KI ist nur ein Spiegel von uns selbst. KI ist von uns gestaltet und macht das, was wir sozusagen getan haben und was in unseren Daten drinsteckt. Und das kann man ja auch im positiven Sinne dann umdrehen und sagen, dann können wir ja auch künstliche Intelligenz gestalten. Und das ist ja was gestaltet wird von Menschen.
Und dafür brauchen wir jetzt einfach größere Diversität und eine breitere, ich würde fast sagen, eine Demokratisierung in der künstlichen Intelligenz, dass da mehr Menschen als heute mitmischen. Und dafür ist ein Begriff ganz wichtig, der jetzt schon langsam international dazu aufpoppt, nämlich AI Literacy, also so wie Digital Literacy, Digitalkompetenz. Gibt es jetzt immer mehr Expertinnen und Experten, die sagen, wir brauchen auch breitere KI-Kompetenz. Wir brauchen Leute, die ein grundlegendes Verständnis darüber haben, was künstliche Intelligenz eigentlich ist. Ein System, in dem möglichst viele unterschiedliche Mitglieder der Gesellschaft sich weiterbilden können, für sich selbst Potenziale erkennen können, auch verstehen können, wann sie in ihrem Alltag von KI betroffen sein könnten. Also das potenziell ein Recruiting-Algorithmus über ihre Jobzukunft überhaupt entscheidet, um dann auch dementsprechend nachfragen zu können. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt dazu auch bereits einige erste positive Beispiele. Man muss das natürlich in den laufenden Jahren jetzt ganz stark vorantreiben, auch aus der Technikbranche heraus. Aber um ein Best-Practice-Beispiel zu nennen, in Finnland ist ein KI-Online-Kurs entstanden, der heißt Elements of AI, den jede und jeder besuchen kann online. Der dauert 6 Wochen und gibt sozusagen Grundkompetenzen zu, was ist KI, wie funktioniert das, welche sozialen und ethischen Implikationen gibt es dazu. Man kriegt dann auch ein Zertifikat. Das werden wir jetzt auch gleich alle hinschicken, aber Frau Mara, wir müssen langsam zum Ende kommen. Ja, denn ich bin auch schon am Ende mit meinen positiven Beispielen. Genau, das wollte ich sagen. Also wir müssen einfach versuchen, die Zivilgesellschaft besser einzubinden. Vereine, Vertreterinnen der Zivilgesellschaft auch zum Beispiel in KI-Forschungsprojekte besser reinzubekommen als Partner. Und ich glaube, es muss ein Asset, um diesen Begriff zu verwenden, der künstlichen Intelligenz made in Europe sein, dass wir das hier schaffen, besser schaffen als in den USA und in Asien, dass wir eben einen breiteren Dialog und eine Art, eine bessere Demokratisierung von künstlicher Intelligenz schaffen. Ich glaube, nur so ist eine positive Zukunft mit Technologie wirklich möglich. Vielen Dank, Frau Mara. Und ich habe auch schon gesehen, im Chat haben sich viele für die schönen, anschaulichen Beispiele auch tatsächlich bedankt, weil sie augenöffnend gewesen wären. Und hier hat auch jemand, Marcel Merle, eine ganz konkrete Frage. Und zwar, wie lange wird es denn noch so sein, dass wir tatsächlich selber KI gestalten können und dass nicht die KI gestaltet und also entsprechend auch der Einfluss des Menschen natürlich immer kleiner wird? Was meinen Sie? Also bisher deutet nichts darauf hin, dass sich KI komplett verselbstständigen kann. Natürlich, es wird auch an Systemen gearbeitet, die quasi selbst auch Teilbereiche wieder programmieren können. Nichtsdestotrotz, wir Menschen geben immer vor, wo, zu welchem Zweck diese Systeme eingesetzt werden und welche Daten wir denen sozusagen als Futter reinstopfen. Und das ist ganz was Wichtiges. Ich glaube, da braucht es auch neue Berufsfelder, Datenkuratorinnen und Kuratoren, die sich das genauer anschauen. Sie haben ja gesagt, es gibt so Begrifflichkeiten wie zum Beispiel Algorithmus, die eigentlich nicht gut verstanden werden. Liegt es also daran, dass diese AI-Literacy nicht funktioniert, weil wir die falschen Begriffe wählen? Also brauchen wir neue Begrifflichkeiten, um künstliche Intelligenz den Menschen näher zu bringen? Ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Also die Begriffe sind da. Es wäre schon gut, wenn sich das eine oder andere Medium, viele machen das sehr gut, aber noch stärker dazu aufgefordert fühlt, ein paar Erklärungen, Beispiele mitzuliefern und auch Beispiele mitzuliefern, wie man selbst spielerisch KI ausprobieren kann. Es gibt auch online ganz viele lustige Plattformen, wo man sieht, sehr anschaulich sieht, wie Bildanalysesysteme, Bildklassifikatoren beispielsweise funktionieren. Das wäre ein positives Google-Beispiel, Google Quick Draw beispielsweise, da kann man das dann gut nachvollziehen. Also ich glaube, die Begriffe werden bleiben, wir brauchen nur mehr Erklärungen dazu. Wenn wir, weil wir eine Konferenz der Zivilgesellschaft sind, auch nochmal dort bleiben und Sie haben gesagt, wir brauchen eigentlich so eine Grundkompetenz KI, damit eigentlich wir genau verstehen, was um uns herum eigentlich gerade passiert. Wie kriegen wir denn diese Grundkompetenz KI auch in die Zivilgesellschaft getragen, sodass also eben auch zivilgesellschaftliche Organisationen eben KI für sich nutzen können, positiv für sich nutzen können? Ja, also
Einerseits muss ich natürlich sagen über die Bildung, ich glaube, es muss ein Bildungsziel sein, da schon mit Kindern und Jugendlichen verstärkt darüber zu sprechen, Grundkompetenzen zu vermitteln, aber eben auch die gesellschaftliche und ethische Reflexion dazu, also auch kritische, mündige, konstruktive Umgänge mit diesen Technologien schon im frühen Alter zu ermöglichen. Da sind einerseits die klassischen Bildungseinrichtungen gefragt, andererseits die Politik muss das trotzdem vorgeben als Ziel. Ja. Andererseits passiert, glaube ich, ganz viel auch schon im außerschulischen Kontext, in Hackerspaces, in Technologiemuseen teilweise, wo es tolle Workshops gibt. Ich glaube, wir brauchen wirklich Hands-on-Workshops, zum Beispiel auch für kleinere Vereine, für KMUs, die einfach auch die Brücke hinkriegen müssen, dass das nicht nur Rocket Science ist, sondern dass man damit vielleicht auch als Installateur, als Vertreterin einer NGO was machen kann mit diesen Systemen und dass es auch weniger komplexe KI gibt, die man relativ schnell selbst anwenden kann. Und wie schon gesagt, ich hielt es zum Beispiel für positiv, wenn es von Fördergebern für Forschungsprojekte auch Auflagen gibt, die noch stärker in Richtung Citizen Science gehen, also dass man noch stärker Zivilgesellschaft einbinden muss in Projekte, in denen es um die Entwicklung von solchen Zukunftstechnologien geht, oder eben auch beispielsweise NGOs oder andere Institutionen aus der Zivilgesellschaft als Partner mit reinnehmen muss. Eine letzte Frage habe ich noch. Vielleicht können Sie ganz kurz beantworten. Und zwar fragt hier nämlich jemand, wie würden Sie denn künstliche Intelligenz bildlich darstellen, um sie etwas anfassbarer zu machen? Das Bild des Taxifahrers hatten wir schon, aber vielleicht fällt Ihnen jetzt selber noch was ein. Ja, also tatsächlich habe ich mich ein Semester lang mit meinen Masterstudierenden der künstlichen Intelligenz damit befasst. Und wir sind in der Gruppe zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich die beste Versinnbildlichung oder Illustration von KI die Anwendung ist. Also dass man den Menschen, die User zeigt, die mit KI zusammenarbeiten, die Ärztin, die mit KI gemeinsam Röntgenbilder analysiert oder den User, der mit dem Sprachassistenzsystem gerade arbeitet. Ja, also dass der Mensch in diesen Bildern mit drinnen sein muss und die KI quasi als Werkzeug in der Anwendung präsentiert wird, denn das ist sie ja schlussendlich auch. Vielen Dank, Martina Mara. Das waren wirklich sehr interessante Einblicke und ich kann auch dem Chat entnehmen, dass da viele Leute etwas mitgenommen haben. Das freut mich natürlich sehr. Also vielen Dank nach Linz.